Im Rahmen der jährlich im Dezember stattfindenden AO-Kurse für Chirurginnen und Chirurgen präsentiert sich auch die Abteilung Clinical Investigation and Documentation oder kurz CID der AO-Stiftung in Davos den rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Seit 10 Jahren betreuen wir in der AO, in der Abteilung für klinische Forschung, klinische Studien weltweit. Die Patientendaten werden aus 30 verschiedenen Ländern zusammengesammelt und dann jeweils zu uns nach Davos geschickt, wo wir diese Daten analysieren und publizieren, die dann wiederum unsere Chirurgen weltweit lesen können und für ihre Patienten anwenden können. Junge Chirurginnen und Chirurgen erhalten beim AOCID auch die Möglichkeit, ihre eigenen Studien zu bearbeiten und auszuwerten. Dabei können sie auf das weltweite Netzwerk der AO zurückgreifen. Hier habe ich die Möglichkeit, in einem multidisziplinären Umfeld meine Studie zu bearbeiten und gleichzeitig in diesem Rahmen alles, was man über klinische Forschung wissen muss, zu erlernen. Von der Planung einer Studie über die statistische Auswertung der erhobenen Daten bis hin dann eben das Know-how zu erlernen, wie man vernünftig in einem wissenschaftlichen Journal publiziert. Die Erkenntnisse aus diesen wissenschaftlichen Studien wird aber auch an den jährlich im Dezember stattfindenden AO-Kursen in Davos den Chirurginnen und Chirurgen weitergegeben. Wir sammeln weltweit Daten, werten sie aus und übersetzen sie für Chirurgen in der ganzen Welt. Wir forschen und publizieren aber nicht nur, wir vermitteln diese Informationen auch direkt hier während den AO-Kursen. Damit weltweit Daten zusammengetragen und ausgewertet werden können, ist die Abteilung für Clinical Investigation and Documentation auf ein Netzwerk aus Kliniken und Forschungsinstitutionen angewiesen. Professionelle Partner sind für uns sehr wichtig bei der Durchführung gerade von klinischen Studien, wenn es um die Einführung neuer Implantate, also neuer Schrauben oder neuer Platten geht oder auch neuer Operationsverfahren. Die Abteilung Clinical Investigation and Documentation der AO-Stiftung ist auch Mitglied der Academia Rhaetica. Mit ihrer Tätigkeit im Bereich klinische Forschung und Dokumentation ist das CID ein wertvoller Partner auch für die anderen Mitgliedsinstitutionen der Academia Rhaetica. Klinische Studien sind entscheidend, ob ein neues Verfahren oder ein Implantat beim Patienten eingesetzt werden kann. Die Academia Rhaetica und damit der Kanton Graubünden können von diesen Methoden und unter anderem auch von diesem weltweiten Netzwerk von Referenzkliniken profitieren. Am Ende profitieren von der Arbeit des AOCID aber in erster Linie die Patientinnen und Patienten, weil dank der klinischen Forschung neueste Erkenntnisse und Verfahren in ihre Behandlungen mit einfließen.